Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Die meisten Versicherungen sind echt oldschool, doch Haftpflichthelden ist Versicherung in cool. In 3 Minuten sicherst du dir deinen perfekten Haftpflichtschutz für nur 6 Euro pro Monat. Mit Easy-Wechselservice, 100% papierlos und täglich kündbar. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/Haftpflichthelden und du bekommst den ersten Monatsbeitrag for free. So, Leute, das ist jetzt hier der 3. Anlauf. Beim ersten Mal habe ich was verkackt. Beim zweiten Mal sind meine Headphones vom Bose einfach ausgegangen und das hat automatisch die Aufnahme gestoppt. Und jetzt habe ich Bluetooth ausgemacht und hoffe, alles läuft problemlos beim 3. Mal. Also, das ist die Lifehacks-Show und ich bin Markus Meurer, live aus Thailand, Phuket, Fighting Street, Tiger Muay Thai, wo ich viel trainiere. Wir sind jetzt noch gut 1,5 Wochen hier, bevor es weiter nach Chiang Mai geht. Feli und ich wurden eingeladen auf der Coworking-Unconference zum Panel oder zum Thema Zukunft der Arbeit zu sprechen. Und die Einladung haben wir gerne angenommen von unserem Kumpel Steve, der Founder vom Hubot auf Bali in Ubud ist. Der ist Co-Organizer des Hubot zusammen mit dem Huba in Bangkok, ein Coworking-Space vom Amarit, eins der ersten Coworking-Space in Bangkok. Die sind so die Leader hier in Southeast Asia in Sachen Tropical Coworking. Und der Einladung folgen wir natürlich sehr gerne, weil Chiang Mai ist ja gar nicht so weit weg. Und wenn wir schon mal in Thailand sind, sind wir gerne da. Es ist ein Hotspot, sind viele andere digitale Nomaden da, auf die wir uns freuen. Also es wird wieder sehr viel Networking sein. Und danach müssen wir raus aus Thailand, weil man hat hier so 30 Tage Visa on Arrival. Diese 30 Tage kann man dann einmal noch verlängern. Das haben wir am Freitag gemacht, waren im Immigration Office in Phuket Town und sind jetzt quasi, haben jetzt ein Visum für 60 Tage, aber weil wir insgesamt 4 Monate hier bleiben wollen, müssen wir zwischendurch raus, also einen sogenannten Visa-Run machen. Und das heißt, du verlässt einmal das Land, reist wieder ein, hast wieder 30 neue Tage und kannst die 30 Tage wieder verlängern lassen. So, und wenn du das 2-mal insgesamt machst, make the math, dann bist du bei 4 Monaten. Und den Visa-Run machen wir wahrscheinlich nach entweder nach Burma oder nach Laos, aber es wird wahrscheinlich Laos werden. Wir haben voll Bock auf Natur, wir haben Bock auf Trekking, ich habe Bock auf Hiking, Bock auf Wandern. Und Laos soll dafür echt gut sein. Alrighty, bevor wir ins Thema einsteigen, eine Bewertung, die reingekommen ist, was so wirklich die tägliche Motivation und Antrieb ist für den Podcast. Das sind öffentliche Bewertungen auf iTunes. Wenn du mir eine abgeben willst, dann geh jetzt auf dnxbewertung.de, dann kommst du automatisch auf den Podcast und kannst unter Bewertung mir Feedback hinterlassen. Und das hat die Jessie Mori gemacht und die hat geschrieben, was soll ich sagen? Ich gehöre als Mama eines 3-Jährigen vielleicht nicht zu den typischen Hörern dieses Podcasts. Aber das ist genau, was ich sagen möchte. Jeder, wirklich jeder kann sich etwas aus diesem Podcast herausziehen. Ich höre Markus' Show seit mehr als einem Jahr und es hat mein Leben so unglaublich bereichert. Man kann sogar sagen, verändert. Wow, krasses Feedback. Darauf muss ich auch erstmal klarkommen. Danke, jetzt schon mal, Jessie. Weiter geht's. Die Hacks, also Jessie sagt, die Hacks zur Morgenroutine, zum Beispiel Öl ziehen, kalt duschen, Meditation, Dankbarkeitsritual etc. und zur Produktivität, in Klammern MIT des Tages, haben mich auf ein komplett neues Level in meinem Leben gebracht. Yeah, richtig geil. Ich bekomme oft das Feedback, dass gerade die Morgenroutine von mir total beliebt ist, von vielen Leuten adaptiert wird. Ich hau die jetzt auch nochmal in die Shownotes rein. Ich habe dazu eine eigene Folge gemacht. Ich habe hier die Trello-Karte offen. Da schreibe ich nämlich immer die Shownotes rein, den Titel von der Folge, eine Kurzzusammenfassung für iTunes und dann genau, wird die Folge automatisch in die Dropbox hochgeladen, wenn ich hier fertig bin. Und die liebe Jessie, unsere VA, macht dann alles weitere. Die macht die Post-Production, die legt dann die Folge in Libsyn an und dann könnt ihr sie live hören. Damit ich hier nichts vergesse, mache ich das direkt. So, weiter geht's mit der Bewertung. Ich habe nicht nur 10 Kilo seit der ersten Show abgenommen. Krass. Ich bin auch so viel energetischer, glücklicher und produktiver. Markus und seine Freundin Feli haben mich in so vieler Hinsicht inspiriert, dass ich mein neu gefundenes Wissen unglaublich gerne auch mit anderen Müttern teilen möchte, die vielleicht sonst mit diesen Themen nicht so viel in Berührung kommen. Ich sehe ja, wie sehr die Show auch nachhaltig unser Familienleben in positiver Hinsicht beeinflusst hat. Stichwort Ernährung.
Richtig heftig bis jetzt. Jedoch den größten Dank möchte ich Markus und Feli aussprechen, weil sie mich angestoßen haben, noch unkonventioneller zu denken und zu handeln. Und davon profitiert an erster Stelle mein Sohn. Wow, geil. Das ist doch mal heftiges Feedback, dass man mit einer Podcasting-Show Einfluss auf die Erziehung von jemand anderem nehmen kann und er jetzt hoffentlich anders und besser aufwächst, als das ohne den Podcast geschehen wäre. Also es ist schon echt krass, was hier gerade ankommt. Letzten zwei Sätze. Dank euch kann ich ihm jetzt schon eine andere Perspektive auf die Zukunft bieten. Da habt ihr wirklich ihm eines der größten Geschenke gemacht. Danke. Boah, danke, liebe Jess Mori. Mama on Fire ist die Überschrift. Richtig geiles Feedback. Krass. Es kommt auf jeden Fall, es kommt hier sehr stark bei mir an. Sehr extrem bei mir an. Und ich fühle gerade ein tiefe Emotion von Dankbarkeit. Also danke. Danke nochmal von tiefstem Herzen. Alright. Wir steigen ein in die Folge. Boah, krass. Muss ja auch erstmal drauf klarkommen. Echt geil. Also daran siehst du, es lohnt sich. Egal, was so dein Gift ist, dein Geschenk, was du mitgekriegt hast vom Universe und dass du hier auf der Erde verbreiten sollst, mach es einfach. Haus raus, mach einen YouTube-Channel, starte einen Podcast, schreib einen Blog. Es gibt nichts Schöneres, als andere Menschen zu inspirieren. Heute geht's um das Thema Language Hacking. Wer den Podcast schon ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich gerade dabei bin, Portugiesisch zu lernen, weil Brasilien wirklich eine Base von uns geworden ist. Wir haben uns jetzt schon committed, in diesem Jahr im September wieder zurück nach Brasilien zu gehen, dann wahrscheinlich wieder bis Ende Dezember, also 3,5 Monate in Brasilien zu bleiben. Es ist einfach der Hammer da im Norden. Die Leute sind freundlich, das Leben ist total basic und simpel und du hast das Meer, du kannst Badeshorts und Rushguard, kannst du Kitesurfen gehen, du hast starken Wind und es ist einfach alles, was man braucht zum Leben, so für mich. Für mich kommt auf jeden Fall Großstadt nicht mehr in Frage. Ja, und deshalb habe ich jetzt schon verschiedene Language Hacking Apps und Tools ausprobiert. Ich habe dazu auch schon 2 Folgen aufgenommen. Einmal konkret zu der Tandem-App, die nur über Smartphones funktioniert, die richtig, richtig gut ist, wo man mit Native-Speakern chatten kann. Und dann allgemeine Language-Hacking-Folge, die haue ich beide in die Shownotes rein, wo ich, glaube ich, unter anderem Duolingo vorstelle. Und daran merkst du schon, ich probiere viel aus. Also ich bin bei Duolingo, ich probiere es mit Tandem. Und das neueste Finding von mir ist iTalki. Und iTalki ist echt eine coole Website, ein cooles Unternehmen. Es kommt aus China, Hauptsitz ist Shanghai. Und die Gründer sind Yong, Yui, Yi Yang und Kevin Chen. Und die haben echt was Geiles aufgebaut auf italki.com. Und zwar kannst du auf iTalki professionelle Lehrer finden. Du kannst aber auch dich teachen lassen von Native Speakern, die Bock auf Teaching haben, die da nicht ganz so teuer sind wie die professionell zertifizierten Lehrer, die aber manchmal von der Qualität her mindestens genauso gut sind, wenn nicht noch besser, weil sie vielleicht noch mehr Drive und Passion dafür haben, was sie tun. Oder du kannst auch ziemlich easy einfach Language Tandem Partner aus der Community for free finden. Mit denen kannst du dann for free chatten und deine Language Skills, deine Sprache aufs nächste Level bringen. Und bei mir sind es dann größtenteils Brasilianer und Portugiesen, mit denen ich abhänge, virtuell online über Skype, um Portugiesisch zu lernen. Und das Geilste ist, das Sign-up an sich ist erstmal kostenlos und nur wenn du dann Lessons nimmst bei den zertifizierten Teachern oder bei den Community-Teachern, dann kostet das was, aber im Vergleich zu dem, was man in Deutschland an der, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch gibt, VHS oder sowas oder Abendschule oder so zahlt, ist das verschwindend gering. Also für Portugal ist das zum Beispiel hier ein zertifizierter, das ist jetzt ein Community-Tutor, der Bruno, der nimmt beispielsweise $9 die Stunde, aber wirklich tailored für dich, 1:1 Training über Skype. Und dann gibt es den Jackson, mit dem habe ich auch schon ein paar Stunden gemacht. Der nimmt $12 die Stunde. Und das Gute bei den professionellen Lehrern, der ist zum Beispiel jetzt ein Professional Teacher aus Brasilien, ist, dass die immer auch eine Trial haben. Also du kannst für 30 Minuten erstmal testen für $7,
ob du mit demjenigen klarkommst, was der für eine Methodik anwendet, was für ein Approach er beim Language-Hacken an den Tag legt. Und das war auf jeden Fall super, super hilfreich für mich. Alright, ich gucke nochmal als drittes Beispiel, bin ich noch mit den Getulio in Kontakt aus Sao Paulo, Brasilien, auch ein Professional Teacher, der nimmt $10 die Stunde. Also ich glaube, da kannst du echt nichts gegen sagen. 1:1 Coaching für $10 die Stunde von einem Native Speaker, der ausgebildeter, zertifizierter Lehrer ist. Ja, richtig fair, richtig gut. Du kannst auch immer die Education sehen, die Work Experience, hat lange als Englisch-Teacher gearbeitet am Wizard Language Institute, zum Beispiel jetzt der Getulio. Dann ist er jetzt bei Manhattan Village angestellt als Englisch-Teacher, hat eine Education gemacht in an der Universidad de Sao Paulo, Bachelor Literature, Englisch, Portugiese und als Certificates, Professional Acknowledgement, Wizard Language Institute, 2016 Certificate uploaded. Also alles richtig safe, und wie sich das für eine gute Website gehört, mit einer eigenen Community und mit viel Traffic, gibt es natürlich dann auch Ratings von den Usern für den letzten Monat, last 3 months oder all time, und dann siehst du das Rating, wie Rating für Professional Lessons, Rating für Informal Tutoring, für Instant Tutoring, und insgesamt gibt es dann noch Ratings für Completed Lessons, die Attendance. Ja, und das sieht zum Beispiel bei dem Getulio alles richtig gut aus. Und deshalb habe ich mir gebookmarkt und bin mit ihm in Touch. Das ist das Schöne. Du hast also eine Suchfunktion für die Teacher und kannst dir die dann bookmarken und kannst sortieren nach Certifications, nach Reviews, nach Rating, nach Studenten, nach Lessons, die sie gegeben haben. Ob sie Google Hangout haben, ob sie Skype haben, das kannst du alles filtern. Und es ist einfach richtig geil. Und das Geilste, was es gibt, ist, wenn du in einem fremden Land bist und die Sprache sprechen kannst. Die größte Barriere ist wirklich immer die Sprache. Die Menschen an sich per se sind alle freundlich, sind alle nett. Jeder smilet dich an. Jeder führt was Gutes im Schilde. Mir ist wirklich ohne Scheiß. Ich bin jetzt seit 2012 on the road. Jetzt haben wir 2017. Also im fünften Jahr, ne? Genau. On the road. Bald das sechste, und mir ist noch keine einzige dumme Geschichte passiert. So, und wenn du aber danach gehst, was in den Medien, in der Zeitung, im TV kommt, über Ausland, gerade auch Südamerika, gefährlich, und du musst aufpassen und so. Und Alter, ich travel nonstop. Ich hab gar keine Homebase mehr, keine Flat, wo ich rein kann. Ich bin quasi 365 Tage im Jahr unterwegs auf der ganzen Welt, und mir ist da noch nie irgendeine dumme Situation passiert. Von daher, ja, ist das alles Quatsch, was andere Leute darüber sagen. Und von daher ist auch umso wichtiger, dass du einfach die Sprache auch sprechen kannst, um dich mit den Leuten zu verständigen. Weil das Schlimmste für mich ist immer so, jemand smilet dich an und du merkst so total viel Empathie, total viel Liebe kommt darüber. Du kannst aber nicht wirklich kommunizieren. Du smilet zurück und er merkt wahrscheinlich auch so, aus meinem Herzen heraus sprudelt Liebe und Sympathie jetzt diesen Menschen gegenüber. Gerade wenn ich zum Beispiel Sport mache, Fitnessstudio oder Kampfsport oder so. Die Leute sind einfach freundlich nett. Aber man kann sich nicht richtig unterhalten. Zumal gerade in Brasilien viele Leute auch kein Englisch können, und dann bist du erstmal aufgeschmissen, und darum ist es so wichtig, auch als Zeichen des Respekts wenigstens versuchen, ein paar Bruchstücke in der jeweiligen Sprache, ein paar Bruchstücke von der jeweiligen Sprache zu lernen, um wenigstens Hallo, Sawadikap zum Beispiel hier in Thailand zu sagen, oder vielen Dank, Kopkunkap, dass du wenigstens ein paar Floskeln kannst und dann noch tiefer einsteigst, weil da ist ja keiner böse, wenn du die Language nicht kannst, umso ganz im Gegenteil, die freuen sich mega, wenn die merken, dass sich ein Foreigner, ein Farang oder so darum bemüht, dass du die Sprache sprechen kannst. Und jetzt nochmal ein bisschen tiefer iTalki eingetaucht, also es ist eine fette Website mit großer Community. Was habe ich da alles noch geschrieben? Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Sprachen auf der Plattform, Teaches, ich guck mal eben, Any Language, boah, Alter, also von Englisch über Mandarin, über Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch, Hindi kannst du lernen, Italienisch, Russisch,
Das waren jetzt so die beliebtesten und dann kannst du wirklich alles finden. Afrikaans, Akan, Twi, da weiß ich noch nicht mal, was das ist. Albanisch, Armenien, Azeri, Arabic, Ägypten, also Arabic in Klammern, Ägypten, Baskisch, puh, krass. Wie du siehst, bleibt da kein Wunsch offen. Also eine große Range von verschiedenen Sprachen. Alles ist Skype-basiert. Du siehst also dein Tutor auch ganz 1:1 mit dem Skypen. Und es gibt die drei Optionen, dass du einmal von einem Professional Teacher lernen kannst, einmal mit einem Community Teacher, das ist meistens ein Enthusiast oder der da Bock drauf hat, anderen Leuten seine Native Language weiterzugeben und ein paar Euro nebenbei zu verdienen. Und es gibt den Free Language Exchange, wo du 1:1 mit jemandem aus der Community skypen kannst oder auch chatten kannst, um die Sprache zu lernen mit einem Native Speaker. Und im Gegenzug erwartet dieser dann, dass du ihm seine Sprache dass du ihm deine Sprache teachst, also in dem Fall jetzt ich, könnte jetzt, glaube ich, gut Englisch oder Deutsch dann teachen. Das ist so ein Austausch und da musst du halt sehen, ob das für dich funktioniert oder nicht oder ob am Ende doch nur Englisch spricht, dann war es nicht die richtige Wahl. Aber ich würde auf jeden Fall so vorgehen, dass ich vielleicht erstmal versuche, jemanden aus der Community zu finden, so einen Tandem-Partner, das ist kostenlos, das ist for free. Die Leute sind richtig cool, die sind engagiert, die sind jung, die sind Jutruppe, wie man sagen würde im Rheinland. Und wenn das nicht funktioniert, dann vielleicht mal nach einem Community-Teacher zu suchen oder mal nach einem Professional-Teacher und da so ein Trial zu buchen für eine halbe Stunde für $5 oder für $7, um einfach mal zu sehen, wie sich das anfühlt im Gegensatz zu einem 1:1-Chat mit jemandem aus der Community. Ja, alles gesagt, würde ich sagen, Professional-Lessons sind die Teacher mit Certificates, dann gibt's das Informal Tutoring, das sind die Native Speakers, die Enthusiasten sind für ihre Sprache. Meistens sind es wirklich exzellente Teacher, weil die da viel Passion und Herzblut reinstecken. Und dann gibt's noch die Language Partners über die Community. Und es sind viele Leute am Start, gerade so aus Südamerika oder aus spanisch sprechenden Ländern, die gerne Englisch lernen möchten. Und glücklicherweise wird ja Englisch bei uns in Deutschland in der Schule geteacht, sodass viele deutsche Traveler oder viele Deutsche überhaupt in meinem Alter oder auch alle danach richtig gut im Englischen sind. Das merken wir erst, wenn wir reisen. Meistens die Deutschen stellen sich immer so ein bisschen unter den Scheffel und denken, das wäre nicht cool. Das war auch so erstmal meine falsche Annahme, mein limiting belief. Aber wir sind eigentlich richtig gut im Englisch sprechen, wenn man sich das mal mit anderen Nations dann anschaut, wie weit die im Englischen sind. Und wir können echt problemlos mit unseren Englisch-Skills durch die Welt kommen. Also es gibt einen großen Demand an English-speaking people, von daher findest du auch auf jeden Fall spannende Leute, die dich kostenlos dann über die Community teachen. Dann, richtig cool, sind die Trial Lessons, habe ich eben schon erwähnt. Und da kann man auch mal richtig Glück haben, dass ein Teacher neu auf die Plattform kommt. Das ist mir passiert, der hat noch nicht genug Reviews und möchte erstmal Experience sammeln, ist aber eigentlich schon richtig weit in der echten Welt gewesen. Und den kann man dann wirklich für eine kleine Mark schießen. Oder eher seine Stunde schießen. Interesting, das haben wir alles schon. Genau, und dann ist natürlich auch nochmal so vice versa, ist möglich gerade, wenn du Bock hast, die Welt zu bereisen als Digital Nomad, als ortsunabhängiger Entrepreneur oder Freelancer, dass du natürlich auch selber Kohle als Teacher verdienen kannst. Dann wirst du ein Community-Tutor oder wenn du sogar schon eine Ausbildung hast als als Teacher, wie heißt das, Language-Teacher? Sprachlehrer, genau ist das deutsche Wort. Wenn du da schon eine Ausbildung hast, kannst du auf der Plattform dann deine Dienste anbieten und kannst während des Travelens dann Kohle dazu verdienen. Und ich finde, die Commission, die genommen wird, ist echt akkurat. Das sind 15% Commission. Das habe ich bei anderen Plattformen schon viel höher gesehen. Und 15% ist echt fair. Was richtig cool ist, gerade für mich als Nomad, ist, dass der dieses Time-Scheduling-Tool automatisch deine Zeitzone erkennt und automatisch nur die Zeiten von den Teachern anbietet, wo diese dann frei sind, entsprechend in deiner Timezone. Auch wenn man es nicht glaubt, das haben viele Plattformen immer noch nicht richtig raus mit dem Umrechnen von den verschiedenen Zeitzonen und hier auf iTalki funktioniert das auf jeden Fall richtig gut. Also, auf jeden Fall Review von mir.
wie sagt man, Fazit ist auf jeden Fall testen, ausprobieren, das Ding ist kostenlos, mach dir einen Account. Was noch so ein bisschen, ja, ein bisschen nervend ist, aber es ist echt 80-20, dass du nicht direkt irgendwie einen Dollar oder einen Euro zahlen kannst, sondern dass du erst Credits aufladen musst über das System. Aber es sind dann zwei Klicks mehr, kannst du natürlich auch über deinen PayPal-Account machen und dann diese Credits dann nutzen, um die Teacher zu bezahlen. Ja, that's it. Leute, lernt fremde Sprachen, wenn ihr reist. Es gibt grundsätzlich auch nichts Besseres, als ständig neue Sachen zu lernen. Es macht einfach so viel Spaß. Ich tauche gerade immer tiefer in das Thema Spiritualität ein, in das Thema EFT, NLP, NFT, hatte ich jetzt Sessions gehabt, in das Thema Lichtkörperaktivierung, habe mir ein Ticket für Tony Robbins besorgt, bin wahrscheinlich bei Joe Dispenza am Start, auf seinem Seminar in Berlin. Und das wird auf jeden Fall auch für die ganze DNX-Bewegung und für unsere Konferenzen, für die Events, für unsere Community immer relevanter. Wir merken das gerade, dass es einen globalen Shift gibt auf der ganzen Welt, dass die Leute mehr conscious werden, bewusster werden, was überhaupt passiert, was mit deren Ernährung passiert, dass sie keinen Bock mehr auf Processed Food haben, dass sie Bock haben zu lernen, dass sie Bock haben zu growen. Ich glaube, das Feedback, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe von der jungen Mutter, das spricht auch Bände. Die Leute, die haben Bock in ihrem Leben was zu ändern und die haben Bock ihr Leben zu hacken und die haben keinen Bock mehr das konventionelle 9-to-5 zu leben, das irgendwie fremdbestimmt ist und einfach nicht cool ist. Es ist nicht cool, nicht conscious durchs Leben zu gehen. Man sollte sich dessen bewusst sein, was für eine Verantwortung man trägt. Man sollte sich bewusst sein, was für eine Beziehung man führt, was man mit seinem Körper anstellt, wie viel Sport man macht, wie bewusst man lebt, was man zu sich nimmt. Das sind alles relevante und wichtige Punkte. Und nicht nur der Job ist das Wichtigste im Leben, weil der Job ist so scheißegal, wenn du später auf dem Sterbebett liegst und daran zurückdenkst, so wo hast du die meiste Zeit verbracht, ist hoffentlich nicht im Büro. Und was war der geilste Moment, wird dann auf jeden Fall nicht irgendein Moment im Büro gewesen sein, sondern irgendein Moment on the road mit Leuten im Real Life. Und ja, darum geht's hier. Leute, falls ihr Bock habt, mich zu treffen, kommt nach Chiang Mai. Ist vielleicht jetzt ein bisschen kurzfristig. Ich glaube, am 9. oder 10. ist die, 9. Februar oder 10. Februar ist die Coworking Unconference in Chiang Mai. Und ansonsten, wenn das nicht klappt, dann komm nach Berlin. Am 25. Mai mache ich ein fettes Pre-Event zur DNX. Das ist der Donnerstag um 15 Uhr wahrscheinlich im Coworking Space Mind Valley. Und das ist zwei Tage vor der richtig, richtig fetten großen DNX im Funkhaus, die dieses Jahr an 5 Tagen stattfindet. Check das Programm aus unter dnx-berlin.de. Ich bin auf jeden Fall alle Tage am Start und freue mich über jeden Einzelnen, der kommt. Und ich sag dir jetzt schon, es wird eine Experience, es wird eine Erfahrung, die wirst du in deinem ganzen Leben nicht mehr vergessen. Die DNX verändert Leben. That's it. Wir hören uns morgen wieder in alter oder neuer Frische. Viel Spaß bei allem, was du jetzt gerade noch machst. All the best. Viel Liebe, viel Respekt. Danke, dass du am Start bist. Peace and out. Yeah, yes, yo. Thanks für deinen Support. Und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann. Zweitens, triff dich mit mir auf dem geilsten Event ever, der DNX Digitale Nomadenkonferenz im Mai in Berlin. Gehe dafür jetzt auf www.dnx-berlin.de und mit dem Code PODCAST schenke ich dir 20 Euro auf jedes Ticket. Drittens, folge mir um die Welt und trag dich auf www.dnx-berlin.de/news in den kostenlosen Newsletter ein. Viertens, folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter unter Markus Meurer. Fünftens, gehe jetzt auf www.lhsupporter.de und werde Lifehacks-Supporter ab $3. Sechstens, gehe auf www.podcastbewertung.de und hinterlasse mir eine kurze Bewertung. Am iPhone unten rechts auf die Lupe tippen, nach Markus Meurer suchen, Podcast antippen und auf Bewertung schreiben gehen. Yo, that's it. Peace and out.